ist halt relativ schwierig zu beschreiben. Wir haben halt in der Vorbereitung schon gute Grundsteine gelegt gehabt, hatten dann in den ersten Spielen wirklich Vollgas gegeben, halt auch mit den Problemen, die dann mitgekommen sind, so abwehrtechnisch, dass man halt zu viele Gegentore bekommen hat. Dann hatten wir irgendwann mal diese Ausgewogenheit gefunden und die aber auch irgendwann wieder verloren. Also ich glaube, das waren 3 Spiele, die wir in der englischen Woche hatten, die wir eigentlich dann mal zu 0 gespielt hatten, wo es dann für uns auch mal ein Durchatmen gab, wo wir halt auch nicht bis zur letzten Minute zittern mussten. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt, wir haben jetzt die Punkte geholt, die wir brauchen und wollen jetzt noch das letzte Spiel gewinnen. Und dann sind wir voll im Soll und damit können wir leben. Wie hat sich für dich die Stimmung entwickelt, auch bei den Fans, gerade nach dem Abstieg? Jetzt ist die Runde gespielt, ist das was Besonderes? Was macht das für dich aus? Merkt ihr das? Ja, es war ja schon immer so, dass in Hannover die Menschen wirklich gut zum Verein gestanden haben, dass man sie auch mitnehmen konnte. Es gab auch Phasen, wo es halt nicht so gut lief, unter Teufel Korb damals zum Beispiel, wo man halt auch ein bisschen Krach hatte mit den Fans und da so eine kleine Spaltung war. Mittlerweile ist es halt wieder so, dass man wirklich merkt, wir sind eine Einheit auf dem Platz, wir sind außerhalb einer Einheit, wir sind mit den Fans zusammen und mit dem Verein zusammen wirklich zusammengewachsen. Und das macht einfach wieder mega Spaß, auf dem Platz zu stehen und wirklich alles zu geben für den Verein. Du hast eben schon beschrieben, die Entwicklung, die ihr genommen habt. Das war manchmal nicht ganz einfach, auch Rückschläge, die ihr einstecken musste. Gibt es 3 Punkte, die du dir raussuchen würdest, was gut, schlecht war? Keine Ahnung, 3 Punkte, die Entwicklung beschreiben und vielleicht auch, wie die Entwicklung in der Rückrunde weitergehen könnte. 3 Punkte, die Entwicklung beschreiben. Es hat ja schon damit in der Rückrunde letzte Saison angefangen, dass man auch gemerkt hat, dass wir einen anderen Schwung durch den Trainer bekommen haben, dass wir vorne raufgehen, dass wir pressen, dass wir wirklich da mitziehen wollen. Die nächste Entwicklung sehe ich eigentlich in der Vorbereitung, dass wir halt auch über 90 Minuten Vollgas geben können. Es war davor echt schwierig, dass wir ab der 70., 80., sagen wir sogar 60. Minute, dass man da leichte Probleme schon bekommen hat. Und man merkt einfach, dass jeder Spieler im Moment wirklich 90 Minuten Vollgas geben kann, ohne Probleme. Ja, die dritte Entwicklung, die ist halt noch abzuwarten. Also als Team wächst man erst wirklich mit Niederlagen zusammen. So, wir haben jetzt nicht so viele einstecken müssen. Aber man hat auch gesehen, dass wir auch in den Niederlagen dann unsere Stärken trotzdem gefunden haben. Also wir haben die Chancen rausgespielt, wir haben zwar nicht die Tore gemacht, aber wir haben uns halt auch nicht verrückt machen lassen. Und das ist halt wirklich das Positive daran. Und wir müssen einfach jetzt in der Rückrunde zusehen, dass wir halt genauso, nicht locker, aber trotzdem diese Lockerheit nicht verlieren und nach vorne weiterhin spielen. Nächster Gegner, Sandhausen. Letztes Heimspiel, danach geht es in den Urlaub, Weihnachten, Neujahr. Hast du Bock drauf? Ja, klar. Also wir wollen es jetzt einfach nur vergolden. Also der Sieg in Stuttgart, der ist sehr viel wert gewesen. Aber jetzt das Spiel gegen Sandhausen ist halt extrem wichtig für uns, dass wir die 3 Punkte noch mitnehmen, dass wir oben uns festigen, dass wir auch schauen, dass zum Beispiel, es können ja auch andere Mannschaften oben verlieren, unentschieden spielen. Dadurch können wir auch wieder Punkte gut machen oder Abstand gewinnen. Und das ist halt im Moment das Wichtige für uns im Sandhausen-Spiel. Was ich halt sehe, dass Sandhausen halt auch nicht leicht schlagbar ist. Ihr habt Stuttgart geschlagen am Montag, was natürlich ein super wichtiges Spiel war. Auch zukunftsweisend am Ende des Tages sind die Punkte, es war so ein klassisches 6-Punkte-Spiel, hat Martin gesagt. Seid ihr deshalb noch besser drauf? Im Moment eher noch kaputt vom Spiel, aber
Ja, klar. Also es erleichtert halt schon vieles, wenn man genau diese Spiele oder wenn man in genau diesen Spielen zeigen kann, dass man besser ist als die andere Mannschaft und dass man eigentlich mit Recht sagt, wir wollen aufsteigen. So, und das erleichtert halt vieles. Und dann auch noch die Bestätigung zu bekommen, ey Jungs, ihr wart besser. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon, ich glaube, Martin läuft alleine dreimal alleine aufs Tor. Wir hätten das Spiel schon ganz anders gestalten können. Und das ist halt wirklich das, was einen froh macht, dass man halt nicht nur von diesen Tagträumereien lebt, sondern wirklich was Handfestes dann auch hat. Ehrlich gesagt, ich habe noch kein Spiel gesehen. Ich habe mir aber die Informationen von Barle geholt. Das ist unser Videotechniker. Der hat halt auch gesagt, die haben eine relativ ähnliche Spielart zu uns. Sie wollen pressen, was sie die Jahre davor nicht gemacht haben. Sie wollen vorne raufgehen. Aber bis jetzt hat sich jeder Gegner anders gegen uns eingestellt. Also haben sich mehr fallen lassen, haben geguckt, dass sie uns das Leben so schwer wie möglich machen. Und ich bin einfach nur gespannt drauf, wie sie es in diesem Spiel angehen. Ob sie versuchen, ihr Spiel durchzusetzen, was uns natürlich dann auch entgegenkommt, oder ob sie es versuchen, mit dem hinten reinstellen. Ist der Masterplan genau der, dass man wieder bei sich bleibt, sein Spiel aufzieht? Ja, ich denke, man hat es gegen Stuttgart ganz gut gesehen, dass wir nicht versucht haben, uns umzustellen. Wir haben gesagt, wir versuchen zu zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind und haben halt auf unsere Stärken wirklich nur geschaut und haben gesagt, ja, wir werden es damit halt wirklich durchbringen. Andere Frage, ganz andere Frage. Was hört der Kapitän vor dem Spiel? Gibt es einen Soundtrack, eine Playlist, ein besonderes Lied, was dich nochmal zur Höchstleistung pusht? Das ist immer unterschiedlich. Also im Moment höre ich eher Deutschrap. Ja, das geht von Kool Savas über Sido oder sonst wen. Also es gibt da eher den Deutschrap, der mir dann eher gefällt vorm Spiel. Ich kann nur sagen, dass wir alles dafür tun, um zu gewinnen.